Hallo, ich bin Dr. Andi Padria Dewi Hati Kusuma, ich dachen pure internationales Privatrecht. Bevor wir weiter über das internationale Privatrecht sprechen. reden wir über die Unterscheidung zwischen natürlichen Personen und touristischen Personen des Privatrecht und des öffentlichen Recht. Viele gesetzliche Regelungen legen für ihre Adressaten Rechte und Pflichten fest. Nur Rechtssubjekte können Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie können Eigentümer einer Sache sein, das Eigentum erwerben oder veräußern, Rechte durchsetzen, Schöner von Verderrungen sein, beziehungsweise diese erfüllen und so weiter. Im dazu sind gerade nicht in tegenstand dazu zien recht objecten geraden niet in de lage. Rach teju ervaren bij wijze werden. te worden. Ze kunnen volklig niet actief aan rach partijen Bij Bijspijle bij rach objecten, tieren, keren. Deze bijdrage in een overblik welke rechtsobjecten Subjekte te onderscheiden zijn. 1. De natuurlijke persoon is iedere mens, daarbij komt het weder op dat alter noch op zondige eigenschappen des mensen aan. Veel meer zijn alle mensen natuurlijke personen, gem 1 begeven, wie de mens met volendum de geboorte als rechtbeweging aangezien. Das bedeutet, er ist von Geburt an Träger, von Rechten und Pflichten. Das Leben des Menschen beginnt mit Vollendung der Geburt und endet mit dem Hintergrund. Zwei. Die juristische Person. Juristische Personen sind keine Personen im wörtlichen Sinne. Es handelt sich vielmehr um ein juristisches Konstrukt. Eine juristische Person ist ein Zusammenschluss aus mehreren natürlichen oder juristischen Personen beziehungsweise deren Vermögen. Es muss also stets unterschieden werden zwischen der juristischen Person und den hinter ihr stehenden natürlichen Personen. Beispiel: dem Fußballverein. Das ABC ist Eigentümer des Fußballplatzes, auf dem regelmäßig die Spiele stattfinden. Zwar wurde der Verein von mehreren natürlichen Personen gegründet. Eigentümer ist aber einzig und allein der Verein als juristische Person. Die Rechtspfähigkeit wird der juristischen Person grundsätzlich durch Gesetz anerkannt. Erst dann kann sie selbst Träger von Rechten und Pflichten sein. Weiter, wir unterscheiden zwischen juristischen Personen und des privaten und des öffentlichen Recht. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen.